Moin Leute, Muizi hier. Gestern war ein Tag, an dem wir wirklich so einige neue Leaks für Season 21 bekommen haben. In den kommenden Tagen könnt ihr euch also auf einige interessante News-Videos freuen und im heutigen sprechen wir auch direkt einmal über die Fähigkeiten von Alter und den geleakten Solo-Modus. Und als erstes Thema für heute sprechen wir über die Fähigkeiten von der neuen Season 21-Legende Alter. Die Fähigkeiten waren uns ja im Groben auch schon ein wenig bekannt. Dennoch war das, was wir gesehen haben, nichts als ein paar Ausschnitte, aus welchen man halt so ungefähr schätzen konnte, was sie zu bedeuten haben. Nun wurde jedoch sowohl ihre taktische als auch ihre ultimative Fähigkeit geleakt und relativ genau erklärt und wir gehen das einmal Punkt für Punkt durch. Leider ist hier nicht die passive Fähigkeit dabei, aber dafür haben wir immerhin auch noch die Legenden-Perks. Und wir starten einmal ganz oben bei ihrer taktischen Fähigkeit. Diese Fähigkeit scheint nun als eine Art Portal durch Wände zu funktionieren. Das Ganze haben wir ja auch schon ähnlich durch einen älteren Leak mitbekommen. Dieses Portal scheint nun also so zu funktionieren, dass sie sich durch sämtliche Wände hindurch teleportieren kann, um an der anderen Seite herauszukommen. Die Wände dürfen hierbei aber nicht dicker als 20 Meter sein und andere Spieler können ebenfalls durch das Portal hindurchgehen, da es 10 Sekunden bestehen bleibt und obendrein kann es auch von beiden Seiten aus benutzt werden. Das heißt, dass wenn Alter sich zum Beispiel durch eine Wand teleportiert und plötzlich mitten in Gegnern steht, sie die Möglichkeit hat, das Portal erneut zu nehmen, um wieder direkt dahin zu kommen, wo sie vorher war. Beim Platzieren dieses Portals muss man dann aber auch immer darauf achten, dass es auf beiden Seiten genügend Platz gibt. Man kann sich selbstverständlich nicht in eine schmale Ritze teleportieren, in welche die Legende sonst gar nicht reinpassen würde, also man muss schon einen Spot haben, an welchem die Legende halt auf jeden Fall an beiden Seiten reinpasst, ansonsten kann man das Portal nicht platzieren. Ansonsten funktioniert dieses Portal eigentlich ziemlich ähnlich wie ein Wave-Portal, was heißt, dass man im Portal keine Waffen in der Hand halten kann. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass man dieses Portal sowohl horizontal als auch vertikal benutzen können wird. Das heißt, dass man sie quasi in einem Gebäude benutzen kann, um oben auf das Gebäude drauf zu kommen und umgekehrt halt genauso. Ich finde diese Fähigkeit schon relativ interessant und denke, dass sie vor allem mit ein paar taktisch cleveren Spielzügen auch echt stark werden kann, soweit das ja sogar eine taktische Fähigkeit ist, weswegen man sie relativ häufig einsetzen können wird. Als nächstes schauen wir uns auch noch die ultimative Fähigkeit von Alter an. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit kann sie irgendwo auf der Map ein spezielles Gerät platzieren, zu welchem sich Alter jederzeit hin teleportieren kann. Wenn man mit ihm interagieren will, also sich hin teleportieren will, dann muss Alter einfach in die Richtung des Gerätes schauen und direkt ein Portal starten, mit welchem auch jeder Spieler interagieren kann. Dabei ist es jedoch auch noch zu beachten, dass das Gerät maximal 200 Meter entfernt weg sein darf und das Portal muss innerhalb von 120 Sekunden nach dem Platzieren des Geräts gemacht werden, das sonst verschwindet und man ein neues platzieren muss. Ich finde diese Fähigkeit ebenfalls ziemlich interessant und sie ist halt vor allem sehr gut, um mal aus kritischen Situationen zu fliehen oder um es zum Beispiel wie ein altes Revenant-Totem zu benutzen, indem man Gegner pusht mit dem Wissen, dass man jederzeit zurück zu seiner Position moven kann. Und als letztes haben wir wie gesagt noch ihre Upgrades, also Legenden-Perks. Bei Alter haben wir auf Level 2 die Wahl zwischen einem um 30 Sekunden reduzierten Cooldown, der Ulti, und eine Extra-Fähigkeit beim Einsatz ihrer taktischen, durch welche der Bereich, an dem sie rauskommt, nach Gegnern gescannt wird. Und beim Level 3 Upgrade haben wir die Wahl zwischen einer unbegrenzten haltbaren Ulti, wodurch wahrscheinlich diese 120 Sekunden, die wir ursprünglich hatten, wegfallen, und einem um 10 Sekunden reduzierten Cooldown auf die taktische Fähigkeit. Die Upgrades für den reduzierten Cooldown sind hier natürlich relativ standardmäßig, aber die anderen sind, denke ich, schon ganz cool. All in all hört sich Alter echt schon mal sehr interessant an, aber bisher ist es halt noch nicht bekannt, wie ihre passive Fähigkeit aussehen könnte. Dennoch liegt halt nahe, dass diese Fähigkeit auch was mit Portalen zu tun haben wird, denn sowohl ihre taktische als auch ihre ultimative Fähigkeit haben halt auch was mit Portalen zu tun. Schreibt mir aber sehr gerne mal eure Meinung zu Alter in die Kommentare, das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Als nächstes sprechen wir über den Solo-Modus. Vor ein paar Wochen haben wir ja bereits schon mal wieder über den Solo-Modus und sogar einen Squad-Modus gesprochen und nun gibt es dazu ein paar neue Leaks. Laut dem damaligen Leak sollte der Solo-Modus angeblich als permanenter Modus ins Spiel kommen, aber leider hat sich das so jetzt doch nicht ganz bestätigt. Tatsächlich soll der Solo-Modus nämlich nicht permanent, sondern in Season 21 für 6 Wochen am Stück drin sein, was ja so in etwa die halbe Season ist. In diesen 6 Wochen soll der Solo-Modus aber nicht einfach so als Bonus zu den anderen Modi dazukommen, sondern er soll halt den Duo-Modus ersetzen. Wieso das nun genauso ist, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich empfinde es persönlich als keine ganz so gute Idee, da es natürlich viele Leute gibt, die gerne Duos spielen. Wie dem auch sei, scheint es nicht so, als wenn es neue Infos zum Squad-Modus gibt, denn Osweiler Thor sagt dazu nur, dass er in Season 22 bis 23 kommen sollte, wenn nicht in Season 21, was sich schon sehr danach anhört, als wenn er halt noch nicht kommen wird.
So, und das war's soweit mit dem heutigen News-Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung da. Und ansonsten bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.